Häuser umgehen, damit ich auf die andere Seite komme. Das war ja ein Spaß. Ich hab noch zweimal zaubern. Nee, wa? Ja, ich muss, glaube ich, kurz warten. Mindestens einen Punkt brauche ich noch. Einmal im Kreis. Einmal im Kreis. Marker Laser online. Deaktivieren? Ja, machen wir gleich. Erstmal looten. System offline. Wheels. Erinnert mich so ein bisschen an diesen Star Trek Film mit V'ja. Hör euch. Datenüberwachungsraum. Ich war das nicht. Also wer immer euch da hier gerade getötet hat, ich war das nicht. Das geht nicht auf meine Kappe. Ja, ja, ja. Kann man überhaupt nicht verstehen, warum, ne? Warum sollte man Angst vor einem Blackout haben? Man hat doch alles so gut abgesichert. Zugang zur Thermalisolierung. Okay.
Schon wieder kleine Scheiße. Alles okay, Kumpel? Alles okay? Heilige Scheiße! Ich bin voll eigentlich mit HP. Lauf, Isaac! Kann ich mitspucken? Oh, mal schön warten, so war mal schön einer nach den anderen hier, ey. Stirb! Stirb! Immer schön am Warten, die Leute hier. Jetzt können wir mitnehmen. Können wir hochnehmen. E6. Hinter mir, wa? Ach so, die kündigen sich immer an, ne? Ist nicht so klug. Den war zerfetzt. Ja, diese Drommelspacke. Jetzt hört er wohl nicht auf, ey. Halt.
Ich komm gleich bisschen mehr richtig dick Action. Forschungslog 43549. Zu Beginn hatte ich wieder einen Blackout. Als ich heute Morgen aufwachte, starrte ich die einzige, aber vollständige Version des Markers in einem der Kristallschichtbecken. Ich höre ihn noch immer in meinem Kopf wie ein nachhallendes Lied. Ich weiß, dass die Demenz immer wirken, aber das hier ist etwas ganz anderes. Irgendwas ist ganz schrecklich schiefgelaufen. Also egal wie groß oder wie klein der Marker ist, der ist, beeinflusst einfach jeden, ne? Kaputt. Wollten die nicht kaputt gehen? So einladend aus, wa? Okay. Zu weit weg. Wer hätte das gedacht? Projekt innerer Kern. Mensch, haben aber erstmal genug. Da alles geskillt jetzt erstmal. Hexlock haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, wa? Bitter, private Kommunikation von Vorarbeiter. Tiedemann, enttäuscht von der Evakuierungsentscheidung. Rechnen Sie mit bitteren Konsequenzen. Das war alles. Marker sorgt dafür, dass er selbst gebaut wird. Was ist das für eine krasse technologische Alien-Technologie, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ultra mächtig, das Ding.
machen wir denn jetzt? Das ist der Marker? Alter, ist ja riesig. Oh mein Gott. Das habe ich gebaut. Wie hast du das denn geschöpft? Was? Was machen die? Sie alle kommen zum Marker. Die Konvergenz ist nah. Die Ader machen würden, aber diese Ölsi wären nötig. Dass ihr Verstand der reinste wäre. Ich habe Jahre damit verbracht, ihr dementes Hirn zu durchfieben. So hätte es nicht geschehen sollen. Wie sollte das denn vor sich gehen, Tidman? Alles unter Kontrolle! Clark, das ist nicht unsere Schuld. Wir waren so nah dran mit. Was macht denn jetzt? All die Leichen, die sie hier reinließen. Kurz vor einer Konvergenz. Aber wir haben nie mit so vielen Leichen gerechnet. Ingoli sagt, einer ist immer der Loserblatt. Musst du uns ganz mal, was meint sie denn damit? Das hat sie im ersten Teil schon immer davon gequatscht. Du musst uns ganz machen. Was meint die damit? Das ist immer der Loser. Schlossen, offline. Können wir hier machen? Irgendwas? Markerzugang ist verschlossen. Geh rein. Ja, das ist meine Aufgabe. Achso, aktivieren. Die Maschine, wie Stross sagte. Ich erinnere mich. Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in denen die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Vor uns? Dass wir zusammenarbeiten. Schritt 4. Ja. Bist du bereit? Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Aktivieren. Let's go. Schritt 1. Reinkriegen. Schritt 2. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut strömt über dein Gesicht. Immer, Junge. Wenn du es dann auch selber drücken musst, weißt du? Lecker. Ja, mach da noch tiefer rein, weißt du? Thank you.
Kennen wir uns? Oh, so ein Regenerationstyp. Mir gerade noch gefehlt, ey. Bleib liegen. Hat er mir jetzt die ganze Zeit hinterher geschissen? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht, er weiß nicht, wie man Türen aufmacht. Riesig, wa? Er ist auf jeden Fall größer wie der im ersten Teil. Im ersten Teil war ja, weiß ich nicht, der war ja nur 5 Meter hoch oder so. Aber der ist ja ultra riesig, ey. Marker Thermalschicht Isolierung. Langsam. Also ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Ende von dem Spiel. Da liegt irgendjemand. Hol ihn ab. Geh weg. Mal speichern. No. Markerzugang, na ja, endlich. Let me in. Hab hier immer noch keinen Zugang. Zutritt verweigert, natürlich.
wie stark das Ding ist. Der Kugel hält schon eine Weile, oder? Hau doch mal ab, was willst du denn? In der Hose, Junge! Der lässt aber auch nicht locker, ne? Ich weiß nicht, ob das ein und derselbe ist oder ob das verschiedene sind. Hallo, bleibst du mal bitte? Wehrkraft, Umweltsteuerung. Eintrittsvakuum. Wir sind unterwegs nicht mehr so auf den Sack, oder? Mal gucken. Was ist das denn schon wieder? What the heck? Noch so ein Ding. Ja, haben wir gleich, ne? Haben wir gleich. Ich weiß nicht, ob er es schafft. Man kann nur hoffen, dass er es schafft, aber... Nur auch drauf an, wie stark immer noch die Liebe war. Oder immer noch ist.
Markerzugang. Das habe ich heute schon 50.000 Mal gelesen. Bin immer noch nicht beim Marker. Strahlungseindämmung. Direkter Markerzugang. Sind immer noch nicht da. Shop. Ja, ein bisschen Muni behalte ich, glaube ich, weil, wie gesagt, ich schätze mal, wir sind jetzt so langsam so im Endgame drinne. Da behalte ich mal so 50 davon, 30 davon. Okay. So, benchmäßig können wir da noch irgendwas upgraden? Nope, 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 nope. Das, was ich haben will, habe ich. Das war's alles. Die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Okay. Immer noch Aggro auf mich, oder? Ich werde gleich sehen, wenn sie mich angreifen. Ja, ich würde sagen, die sind immer noch Aggro auf mich. Schön umgeboxt. Wir kriegen immer noch so viel Muni, ja, das ist unglaublich. Ich hab grad geguckt, ob von hinten noch jemand kommt, aber... Hallo, vor uns anscheinend. Achso, das ist der Typ. Der sich regeneriert. Run, Isaac, run! Hinter uns irgendwas?
Diese Schusstypen. Da unten noch was? Textlog. Tiedemanns letzte Hoffnung. An denjenigen, der diese Nachricht findet. Es gibt Leute sogar unter meinen Angestellten, die mich für das, was ich auf diese Station brachte, als Monster bezeichnen. Sie sagen, der Marker sei manipulativ, dass er meine Entscheidungen beeinflusst habe. Sie verstehen nicht, dass ich es für diese Gemeinschaft, für unsere Spezies getan habe. Titan Station war eine tote Hülle, bevor ich ihr mit Forschungsgeldern der Regierung wieder Leben eingehaucht habe. Diese Forschungen über unvorstellbare Energiequellen, über Fertigungstechniken und Effizienzen, die über unseren Horizont hinausgehen, sind die einzige Hoffnung der Menschheit. Wir haben uns zu lange auf destruktive Planetenausschlachtungen verlassen. Und jetzt können wir nicht mehr für uns selbst sorgen. Wir brauchen die Marker zum Überleben. Wenn wir es nicht schaffen, sie zu verstehen, gibt es keine Hoffnung mehr für die Menschheit. Hans Tiedemann, zuständiger Leiter, Earth Government Colonial Alliance. Achso, er war für den Marker. Ich dachte, der wollte ja den auch loswerden, aber... Habe ich denn wohl missverstanden? Hat mich schön übers hinters Licht geführt. Hat er gut gemacht. Das hat er echt. Hier ist schon wieder. Mein. Odo, mal ab, Junge. Jetzt bleib doch mal da tot liegen. Komm mir nicht ständig hinterher. Achso, hier. Bin ich zwar auf der Seite, aber was bringt mir das? Was hat mir das jetzt gebracht, auf dieser Seite zu sein? Ah. Test Area E 4. Ah, das macht jetzt schon mehr Sinn. Und nochmal nachladen für den Endboss. Ja, die Farben, wa? Krass. Das Erforschen des Markers war jedes Leben wert, das wir verloren haben. What the heck? Ich lasse nicht zu, dass sie das alles wegwerfen. Eine Medikit. Wir haben doch erstmal ein Medikit. Danke, Isaac. Jetzt ist es an der Zeit zu sterben. Was?
What? Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten Sie mich? Aber Strauss sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe Ihnen vertraut. Ich pfeife auf Sie und auf Ihren Scheißmarker. Wer bist du denn? Du siehst ja ganz anders aus. Oh nee. Immer rennen an die Futterluke. Muss mir doch zuerst drehen. Die Ausrede zählt nicht. In wen tust mir weh. Mir doch zuerst weh getan. Da sieht man mich noch. Haben wir den jetzt kaputt gemacht, den Marker? Sieht kaputt aus, ne? Der hat nur eine Hülle, ne? Der ist nicht massiv, der Marker. Der ist nur so eine Hülle. Durchgespielt. Weggesagt. Jetzt nimm doch mal ein Medikit, Junge. Oh, ich muss steuern? Okay. Isaac, nimm sie meine Hand! Ich versuch's ja! Komm schon! Super. Nice. Mach zu, das Ding. Was BD geschafft, ja? Mensch, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, Isaac wäre wieder der einzige Überlebende. Was der noch nicht ist, kann er noch werden, ne? Was? Ich war auch überrascht. Was?
überlebt? Was? War eigentlich so eine perfekte Antwort, die sie hätte geben können. Also guck zu rüber, hä? Ich bin nicht allein. Vielleicht wird das ja seine neue Frau. Geschafft! Juhu! Nice, sehr schönes Spiel. Hat mir sehr gefallen. Bin gespannt, wie der dritte Teil ist. Miss Zyklop? Weiß ja nicht. Miss Zyklop. Bist aber ganz schön diskriminierend, so, weißt du? Gegen Menschen mit nur einem Auge. Aber ich weiß ja nicht, wie weit so da die Technik ist, ne? So von wegen so diese Cyborg-Augen oder vielleicht Glasauge, wa? Ja, danke Leute für die GGs und GZs. Vielen, vielen Dank. Also ich fand das Spiel ziemlich cool, muss ich sagen. Story war geil. Die ganze Atmosphäre hat super gepasst. Ingo, sagt, blub, blub. Atmosphäre war nice, war richtig cool. So zweimal habe ich mich erschrocken von den 30 Versuchen. Siebenmal sind wir gestorben. Nur zweimal. Ja, ich weiß nicht. Manche Erschrecker catchen mich halt einfach nicht. Wie gesagt, ich stehe eigentlich eher so auf diese Stimmungskanonen, so, weißt du? Wo Atmosphäre halt, wo Angst mit Atmosphäre dann generiert wird und nicht mit irgendwelchen Jumpscares oder sowas. Weil Jumpscares finde ich richtig billig. Als Schreckmoment, ne? So. Ist das billigste überhaupt, ein Jumpscare. Ich finde halt, diese Atmosphäre macht halt sehr viel aus. Wie ich ja vorhin schon gesprochen habe mit der Ishimura, wo wir auf der Ishimura waren. Die hätten viel mehr mit den Sounds noch arbeiten sollen und auch das mit diesen Klopfen und so. Was sie ja auch in diesem Audiolog da angesprochen haben, dass man halt immer so das Gefühl hat, man ist halt nicht alleine, aber man. Ne? Aber man zeigt halt aber auch nichts. Das hätten sie noch ein bisschen mehr ausarbeiten können, finde ich. Die Atmosphäre war am Anfang sehr stark bei der Ishimura und hat dann extrem nachgelassen, sobald du da auf diesem ganz langen Gang warst, wo dann diese 10 Gegner da kamen und so. Hat das dann ein bisschen kaputt gemacht, fand ich. Ziemlich flott durch. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. 11 Stunden ungefähr haben wir gebraucht. 10, 11 Stunden. Ja, ist halt kein Open World, ne? Wo man weiß nicht, wie viele Stunden rein versenken kann. Aber ist nice. Ich fand's gut. Ich fand's richtig gut. Vor allem dieser Riesenmarker am Ende. Holy shit. Ich fand auch bei Soma, ne? Kannst dich ja auch noch dran erinnern, ne? Ich hatte eigentlich eher Angst von diesen Wassergeräuschen. Was diese Geräusche überhaupt verursacht, als diese komischen Lichtmonster, die man da hatte. Aber hatte ich ja auch gesagt, ne, während des Let's Plays, so von wegen, ich habe eher Angst, was diese Geräusche macht, als diese Viecher, die wir uns da, wo wir ständig wegrennen müssen und verstecken müssen. Wie gesagt, ich bin eher so der Typ, der auf Atmosphäre steht und wo man sich dann
wo der Kopf dann anfängt, selber irgendwelche Sachen zu sehen. Das finde ich viel krasser. Anstatt diese in your face, weißt du? Deswegen finde ich zum Beispiel Paranormal Activity, die Filme, finde ich viel krasser als jetzt so ein Scream oder so. Bei Paranormal Activity hat halt wieder diese extreme Atmosphäre, wo man im vielen Kopf sich vorstellt. Das finde ich halt psychologisch gesehen vom Horror Aspekt viel krasser. Aber es ist halt nur mein Ding, ne? So, weil es gibt auch Leute, die können mit Paranormal Activity zum Beispiel gar nichts anfangen. Die finden diese Art von Horror extrem langweilig. Ist halt auch immer so diese Geschmackssache, ne? Andere finden halt diese Erschrecker, diese Jumpscares voll geil so und lassen sich dadurch halt gerne erschrecken. Ich finde Jumpscares ultra langweilig. Sieben Stunden für zwei Episoden Walking Dead gebraucht. Ja, aber du musst das komplette Paket sehen, Ingo. Wie viele Episoden sind es? Fünf oder so? Vier? Fünf? Wie spielt ihr sowas durch? Meinst du jetzt wegen Walking Dead oder wegen Dead Space? Wie spielt ihr sowas durch? Was meinst du damit, Ingo? Ja, du musst das aber als komplettes Spiel sehen, ne? Diese fünf Episoden. Du hast jetzt gerade mal 40% vom Spiel und hast 7 Stunden. Ist doch okay, oder nicht? Also das ganze Spiel geht dann wohl zwischen 15 bis 20 Stunden, ist doch. Wie spielt ihr sowas durch allgemein? Na, einfach spielen. Wenn eine schwere Stelle kommt, durchbeißen. Und nicht gleich bei der nächsten möglichen bei der nächstbestmöglichkeit aufgeben. Zähne zusammenbeißen und durch. Ja, The Walking Dead will ich auch noch spielen. Deswegen kann ich beim Ingo zum Beispiel nur einen Lurk da lassen, weil ich das selber noch spielen möchte. Habe ich ewig bei mir auch schon bei Steam mit drin oder so. Hab's aber nie angefangen zu zocken. Weiß ich nicht. Komm irgendwie nicht dazu. Kommen immer andere Spiele dazwischen. Genauso wie ich ja immer noch Subnautica 2 spielen möchte. Irgendwie komme ich nicht dazu. Da muss ich allerdings sagen, Subnautica 2 muss ich mir natürlich aber erstmal kaufen. Das habe ich noch nicht. Und dann würde ich seit Ewigkeiten zum Beispiel Metroid Prime spielen. Das Original auf dem GameCube. Komme ich irgendwie nicht dazu. Kommen immer andere Spiele dazwischen. Dann wird es langsam Zeit, dass wir mal Ports ja fertig kriegen. Bin ich ganz ehrlich. Das haben wir auch schon recht lange. Dann haben wir ja auch noch Valhalla noch offen, ist auch noch nicht fertig. Da sind wir ja auch bei 60% ungefähr. Da kommt ja auch noch einiges auf uns zu. Das würde ich gerne auch noch zu Ende spielen, Valhalla. Also das höre ich nicht auf. Das mache ich noch schön weiter. Vielleicht werde ich bei Valhalla einfach so zwischendurch mal so eine Woche spielen, dann mal wieder eine Woche was anderes, dann mal wieder eine Woche bei Valhalla. Mädchen, wie sieht's eigentlich bei dir und Resident Evil 4 Remake aus? War die Luft schon raus bei dir? Die Mercenaries sind da, hast du schon gesehen? Hast du schon probiert?
Mercenaries habe ich bei mir schon runtergeladen, aber hab die noch nicht ausprobiert. Ich glaube, da kannst du auch Sachen freischalten. Also neue Kostüme und so. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich muss sagen, ich fand das Spiel jetzt eigentlich gar nicht so flott, weil ich habe mich ja doch relativ gut umgeguckt, fand ich. Wenn ich jetzt so durchrennen würde wie der Daniel zum Beispiel, ne, dann wäre ich wahrscheinlich schon nach 8 Stunden durch gewesen und nicht nach 12, nicht nach 11. Weil der rennt durch. Der rennt durch. Ich gucke mich ja meistens noch um. So, kommen noch hier Post-Credits. Sieht's aus, ne? Infektionsteam EG9 am Kontrollzentrum. Wir haben den Überflug beendet. Es ist nichts übrig. Ich wiederhole, Titanstation ist vollständig zerstört. Und der Marker? Negativ. Hier hat nichts überlebt, Sir. Markerstätte 12 ist unwiderruflich verloren. Schande. Alle Flüge zur Basis zurückkehren. Die anderen werden die Trümmer einsammeln müssen. Ja, Nummer 12? Du Scheiße.